Wiener Bläsersolisten mit dem Adagio, Menuett und Rondo aus dem Sextett für zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotte in S-Dur, Opus 71 von Ludwig van Beethoven. Dem Bläserkomponisten Beethoven ist unser heutiges Blasmusikkonzert hier auf BR Heimat gewidmet. Anlässlich seines 250. Geburtstages folgen wir dem großen Klassiker dahin, wo ihn kaum einer kennt. Heute und in den nächsten drei Wochen. Bevor wir uns am kommenden Samstag mit der Militärmusik Beethovens und dem Revoluzer Beethoven auseinandersetzen, stelle ich an dieser Stelle erst einmal den jungen, quasi noch relativ braven und in der Tradition der höfischen Gesellschaftsmusik beheimateten Tondichter vor. Der experimentiert, wann immer sich dazu die Gelegenheit bietet, auch mit ungewöhnlichen Instrumentenkombinationen. Anlässlich eines Wohltätigkeitskonzerts der Wiener Tonkünstlersozietät am 23. Dezember 1793 hört Beethoven erstmals ein Trio aus zwei Oboen und Englischhorn, das Johann Nepomuk Wendt den Brüdern Theimer auf den Leib geschneidert hatte. Dieser Familienclan stammte aus dem böhmischen Karlsbad und machte in Wien mit seinen Künsten auf der Oboe und dem Englischhorn regelrecht Furore. Vater Ignaz Theimer war bereits seit dem Anfang der 1770er Jahre in Diensten der böhmischen Adelsfamilie Schwarzenberg, die natürlich auch in Wien Hof hielt und ebenso natürlich dort auch eine eigene Harmoniemusik unterhielt. Spätestens seit den späten 80er Jahren spielten dann auch die Söhne Johann, Franz und Philipp Theimer in der Schwarzenbergschen Harmonie und dann und wann auch mal ganz unter sich als Familienmusik bei privaten Anlässen und als Pausenfüller bei Opernaufführungen und wo sich dazu eben sonst noch die Gelegenheit ergab. Beeindruckt von der Kunst der Theimer-Brüder macht sich nun auch Beethoven an die Arbeit. Komponiert um das Jahr 1795 sein Trio für zwei Oboen und Englischhorn Opus 87 und im gleichen Jahr oder kurz darauf auch 8 Variationen über das La ci darem la mano, das Reich mir die Hand, mein Leben aus Mozarts Don Giovanni. Thank you.
Variationen über La ci darem la mano,
über das »Reich mir die Hand, mein Leben« aus Mozarts Don Giovanni, die Ludwig van Beethoven um 1796 für die eher seltene Besetzung aus zwei Oboen und Englischhorn komponiert hat. Es spielten Oboisten aus dem Ottetto Italiano und dem Orchestra da Camera di Genova. Etwa 3 Jahre vor diesem Trio sitzt Beethoven an einem Quintett und beschäftigt sich dabei ebenfalls mit einer eher ausgefallenen Besetzung aus Oboe, Fagott und 3 Hörnern. Beethoven hat es nicht ganz zu Ende geschrieben. Streng genommen fehlt der Beginn des ersten Satzes, das halbe Menuett und wohl auch der ganze 4. Satz. Gut möglich, dass Beethoven damit noch in Bonn begonnen hatte und es in Wien zwar aufgegriffen, aber dann doch nicht zu Ende gebracht hatte. Der 23-jährige Haydn-Schüler geht mit seinem fast 40 Jahre älteren Lehrer in seinem ersten Unterrichtsjahr in Wien etliche der früheren Bonner Kompositionen durch. Dabei wird an der einen oder anderen Stelle etwas abgeändert, weggelassen oder neu hinzugefügt. Und weil der Kölner Kurfürst Maximilian Franz zu dieser Zeit immer noch Beethovens Dienstherr ist und den jungen Hoforganisten ja eigentlich nur zu einer Studienreise nach Wien hat ziehen lassen, erwartet er von seinem Schützling auch Fortschritte. Und so schickt Joseph Haydn an den Kurfürsten nach Bonn im Herbst 1793 ein ganzes Bündel von Arbeiten, die er mit seinem Schützling Beethoven besprochen und beaufsichtigt hat. Darunter mag auch das noch mitten in der Arbeit befindliche Quintett gewesen sein. Wiederum ein hörenswertes Zeugnis, was man mit unkonventionellen Instrumentenkombinationen, mit einer Oboe, 3 Hörnern und einem Fagott so alles anstellen kann.
das Adagio Maestoso und das Fragment eines Menuetts aus dem Quintett für Oboe, drei Hörner und Fagott, das Ludwig an Beethoven 1793 begonnen und dann aber eben doch nicht ganz zu Ende gebracht hat. Wir hörten noch einmal Mitglieder aus dem Ottetto Italiano. Werfen wir am Ende unseres heutigen Blasmusikkonzerts hier auf BR Heimat noch einen Blick auf das, was sich hier nächste Woche erwartet. In der zweiten unserer vier Sendungen über den Bläserkomponisten Ludwig van Beethoven begegnet uns der Revoluzzer, der moderne, patriotische, bürgerliche Beethoven, der eben diese seine freiheitlich-patriotische Gesinnung auch in einer ganzen Reihe von Militärmärschen zum Ausdruck gebracht hat. Sein Yorkshire-Marsch hat es dabei sogar zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Wobei, mit Märschen konnte Beethoven auch vorher schon. Allerdings stecken die dann noch im Gewand des aristokratischen 18. Jahrhunderts. Da ging es noch weniger schnell und auch weniger laut zu. Noch ganz ohne das türkische Schlagzeug aus großen Trommeln, Triangeln und Becken. Die zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotte des Marsches in B-Dur, Werke ohne Opuszahl 29, marschieren noch ganz nobel, ganz ohne militärische oder gar politische Ambitionen. Einfach nur eine Unterhaltungsmusik für eine adelige Gesellschaft, deren Tage allerdings bereits gezählt sind. Napoleons Umtriebe, ein neues Europa und eine neue gesellschaftliche Ordnung stehen bereits vor der Tür. Dazu dann nächste Woche mehr in unserem Blasmusikkonzert am kommenden Samstag und auch jetzt schon auf unserer Blasmusikseite unter brheimat.de. Und damit sage ich auch erst wieder einmal Servus, als Ihr Stefan Ametsbichler. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern.
18 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Lersch. Die Übersicht. Altmaier dringt auf Entscheidung zu Corona-Beschränkungen. Nach Absage von Corona-Demonstrationen in Leipzig kommt es zu Auseinandersetzungen. Grüne entschärfen auf Parteitag ihren Klimastreit. Das Wetter meist klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. Berlin. Kurz vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Beschränkungen drängt Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf eine Entscheidung. Er sagte, die Wirtschaft und alle Beteiligten wollten Klarheit. Ziel müsse sein, ein Weihnachtsfest zu feiern, das diesem Anspruch nahe komme, wenn auch in bescheidenem Rahmen. Bund und Länder wollen am kommenden Mittwoch über den Kurs bis zum Jahresende entscheiden. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute eine vorsichtig positive Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns gezogen. Es sei zumindest gelungen, den steilen Anstieg der Infektionen zu bremsen. Die Pandemie ist auch Hauptthema des virtuellen G20-Gipfels. Dabei haben sich schon mehrere Regierungsvertreter für einen gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte eine stärkere finanzielle Unterstützung. Sie rief dazu auf, bis Jahresende weitere 4,5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um weltweit Corona-Tests, Behandlungen und Impfungen zu ermöglichen. Leipzig. Eine Kundgebung von Kritikern der Corona-Politik ist in der sächsischen Stadt kurz vor Beginn abgesagt worden. Grund ist, dass der Anmelder ein unvollständiges Attest zur Maskenbefreiung vorgelegt hatte. Parallel haben sich in der Innenstadt mehrere hundert Teilnehmer von Gegenkundgebungen versammelt. Laut Polizei ist die Situation derzeit unübersichtlich. Es wird von verschiedenen Auseinandersetzungen gegensätzlicher Lager berichtet. Dabei komme es auch zu Angriffen auf Einsatzkräfte. Bereits vor 2 Wochen hatte es in Leipzig bei einer Demonstration von Corona-Kritikern Gewaltausbrüche gegeben. Damals wurden auch Journalisten angegriffen. In München wurde eine Demonstration der Querdenken-Bewegung bereits im Vorfeld verboten. In Kempten nahmen an einer genehmigten Veranstaltung im Illerstadion 1200 Menschen teil. Berlin. In den Verhandlungen zum neuen Grundsatzprogramm hat die Grünen-Spitze den Klimastreit entschärft. Parteichefin Baerbock handelte einen Kompromiss mit Kritikern von der Parteibasis aus, die ein noch ehrgeizigeres Bekenntnis zum Klimaschutz gefordert hatten. Bei der Begrenzung der Erderwärmung treten sie jetzt klarer für ein 1,5-Grad-Ziel ein. Auf dem digitalen Parteitag der Grünen hieß es, zentrale Grundlage sei das Klimaabkommen von Paris sowie der Bericht des Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit. Parteichef Habeck unterstrich außerdem den Machtanspruch seiner Partei. Er sagte, optimistisch arbeite seine Partei an Lösungen und für diese Lösungen kämpfe sie um die Macht. Berlin. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat den Bewerbern um ihre Nachfolge einen ruinösen Wettbewerb vorgeworfen. Dieser falle zuallererst auf die Kandidaten selbst zurück, aber auch auf die CDU, sagte Kramp-Karrenbauer der Augsburger Allgemeinen. Deshalb habe sie immer davor gewarnt. Die drei Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen forderte sie noch einmal zu einer fairen Auseinandersetzung auf. München. In der Fußball-Bundesliga haben die bayerischen Vereine heute zweimal unentschieden gespielt. Der FC Bayern und Werder Bremen trennten sich in der Arena in Fürth-Manning 1:1. Ebenfalls 1:1 spielte der FC Augsburg, auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Im Südwestderby endete ein umkämpftes Spiel zwischen Hoffenheim und Stuttgart 3:3. Wolfsburg siegte auswärts bei Schalke mit 2:0, Arminia Bielefeld unterlag Leverkusen mit 1:2. Im Fernduell der Bayernjäger spielt Dortmund heute um 20.30 Uhr bei Hertha BSC und Leipzig ist um 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Das Wetter in Bayern. Am Abend und in der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt, örtlich Nebelfelder, Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen bis Dienstag nimmt die Bewölkung zu, sonnige Abschnitte gibt es am ehesten in der Nähe der Alpen. Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 2, Tageshöchstwerte 2 bis 10 Grad. Es ist 18.05 Uhr.
Die Verkehrslage: A6 Nürnberg Richtung Pilsen zwischen Altdorf-Leinburg und Ahlfeld. Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur. Dort liegen Fahrzeugteile verstreut. 3 Kilometer Stau. A8 Salzburg Richtung München zwischen Bad Aibling und Irschenberg. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. A95 Garmisch-Partenkirchen Richtung München zwischen München-Kreuzhof und München-Sendling-Süd. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die linke Spur ist blockiert. In München auf dem Isarring zwischen Ungerer Straße und Iflandstraße. Stau nach einem Unfall auf der linken Spur. Soweit der Service. BR Heimat. Fränkisch vor 7. Thank you.
BR Heimat. Typisch Franken.
Jesus Maria, wie der Wind so pfeift. Jesus Maria, wie die Kälte so kneift. Ich bin ganz kalt und mit nassen Schuhen renn ich in ein Haus und mach alles zu. Hör nur, wie der Ofen brummt. Hör nur, wie es faules summt. Guck, mein Sofa locht mich um und der Hund schläft ohne Droh. Hei, wie ist die Stube warm? War jetzt aus, ist da ist arm. Drei Stunden steh ich auf der Autobahn, Schneematsch und Eis bringe mich zum Bahn. Mir geht der Sprit und die Heizung aus, ich wünscht, ich wär daheim in meinem Haus. Hör nur, wie der Ofen brummt, hör nur, wie es faules summt. Guck, mein Sofa locht mich um und der Hund schläft unerdroht. Hei, wie ist die Stube warm? War jetzt aus, ist alles arm. Thank you.
einzigs Händel, a einzigs Ei. Wei wui ma hausen, san unser zwei, san unser zwei, san unser drei. Wei wui ma hausen, mein lieber zwei, san unser zwei, san unser drei. Wei wui ma hausen, mein lieber zwei. Thank you.
Schmeiße mein Tod im Buch und ich spring auch gern auch, weil ich mein alter Schutz gaue nimmer hoch, weil ich mein alter Schutz gaue nimmer hoch. Grenz an die voller Staun, weiß an die Blei, schön an die schwarzen Tau, dreis ans Holz wird, schön an die schwarzen Tau, dreis ans Holz wird. Meudel, geh hier zum Zaun, lass drin die Eigler schauen, wo's du für Eigler hast, schwarz oder braun, wo's du für Eigler hast, schwarz oder braun. Tanzen das gern mit mir, dies war ihr Freit, ihr Freit, heimgangs mit einem anderen Baum, schau, schau, welch Scheit. Heimgangs mit einem anderen Baum, schau, schau, welch Scheit. Thank you.
BR Heimat, Volksmusik aus Franken. Thank you.
mein Weiz und mein Korn ist alles erfroren. Es ist halt so liederlich, ei gackert won. Es ist halt so liederlich, ei gackert won. Mein Weiz und mein Korn ist alles erfroren. Es ist halt so liederlich, ei gackert won. Es ist halt so liederlich, ei gackert won. Ist ja drauf gold won. Mein neuer Knecht ist nicht schlecht, der macht als recht. Mein neuer Knecht ist nicht schlecht, der macht als recht. Mein Weiz und mein Korn ist ja drauf gold won. Mein neuer Knecht ist nicht schlecht, der macht als recht. Mein neuer Knecht ist nicht schlecht, der macht als recht. Thank you.
BR Heimat. So klingt Bayern. Thank you.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Lersch. Die Übersicht. Aiwanger fordert Restaurantöffnung an Weihnachten. Bundesweit demonstrieren Tausende gegen Corona-Auflagen. Bayern und Augsburg spielen in Fußball-Bundesliga unentschieden. Das Wetter meist klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. Koblenz. Die Freien Wähler haben bei ihrer Bundesvorsitzendenkonferenz vor einem Endlos-Lockdown gewarnt. Sie fordern eine wissenschaftliche Überprüfung der Corona-Schutzmaßnahmen. Statt den Teil-Lockdown über den 30. November hinaus endlos zu verlängern, sollte es bald eine Öffnung nach Augenmaß geben, so die Freien Wähler. Ihr Parteichef, der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger, sagte, an Weihnachten sollten Familien zum Essen gehen können. Wenn der Gastronomie das Dezembergeschäft entzogen würde, müssten die Steuerzahler wieder zweistellige Milliardensummen als Hilfen bezahlen, sagte er weiter. Bund und Länder wollen am kommenden Mittwoch über den Anti-Corona-Kurs bis zum Jahresende entscheiden. Auch auf dem virtuellen G20-Gipfel steht die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Bundeskanzlerin Merkel hat dabei eine engere internationale Zusammenarbeit für die Verteilung eines Corona-Impfstoffs angemahnt. Bozen. An den Corona-Massentests in Südtirol haben sich bis jetzt 210.000 Menschen beteiligt. Davon erhielten gut 2.300 Personen ein positives Testergebnis. Die Aktion läuft noch bis morgen Abend. Die Regierung der Provinz Bozen hofft, durch die Antigen-Schnelltests die zweite Welle der Corona-Pandemie zügiger zu brechen. Virusträger, die keine Symptome haben, sollen entdeckt werden. Derzeit gilt Südtirol als Hochrisikozone. Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Viele Läden müssen geschlossen bleiben. Für Deutschland hält der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Brüsch Reihentestungen für ungeeignet. Laborgeschützte PCR-Tests könnten durch Schnelltests nicht ersetzt werden. Kempten. Bundesweit haben wieder tausende Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Proteste gab es unter anderem in Hannover und trotz eines Verbotes in Kaiserslautern. In Kempten versammelten sich etwa 1200 Menschen zu einer Querdenker-Protestkundgebung. Nach offiziellen Angaben haben sich hier die meisten Teilnehmer an die Vorschriften wie die Maskenpflicht gehalten. In Leipzig wiederum ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot in der Innenstadt im Einsatz. Zwar ist die angemeldete Kundgebung von Kritikern der staatlichen Corona-Auflagen abgesagt worden, trotzdem wird von verschiedenen Auseinandersetzungen gegensätzlicher Lager berichtet. Vor zwei Wochen hatten mehr als 20.000 Menschen gegen die Auflagen in Leipzig demonstriert. Danach war die Polizei für ihr zögerliches Verhalten kritisiert worden. Nürnberg. Im Stadtteil Gebersdorf sind am Vormittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Wie eine Sprecherin der Nürnberger Polizei sagte, ließ sich ein Tatverdächtiger widerstandslos festnehmen. Alles deutet demnach auf eine Beziehungstat hin. Bei den Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Einsatzkräfte fanden beide mit tödlichen Schussverletzungen. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga haben die bayerischen Vereine heute zweimal unentschieden gespielt. Die FC Bayern und Werder Bremen trennten sich 1:1. Ebenfalls 1:1 spielte der FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach. Außerdem spielten Hoffenheim-Stuttgart 3:3, Schalke-Wolfsburg 0:2 und Bielefeld-Leverkusen 1:2. Das deutsche Skisprungteam hat im Weltcup zum Saisonauftakt in Wisła in Polen den zweiten Platz belegt. Gewonnen hat das österreichische Quartett. Das Wetter in Bayern? Am Abend und in der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt, örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen bis Dienstag nimmt die Bewölkung zu. Sonnige Abschnitte gibt es am ehesten in der Nähe der Alpen.
Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 2, Tageshöchstwerte 2 bis 10 Grad. Soweit die Nachrichten, gleich 19.05 Uhr. Die Verkehrslage. A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg, zwischen Bamberg-Hafen und Hallstatt, Behinderungen nach einem Lkw-Unfall, dort liegen außerdem Reifenteile auf der Fahrbahn. A73 Frankenschnellweg Nürnberg Richtung Bamberg, zwischen Erlangen-Eltersdorf und Kreuzfürth-Erlangen ein Unfall auf der rechten Spur. Und A93 Hof Richtung Weiden zwischen Selb-West und Höchstädt, Behinderungen nach einem Wildunfall. Soweit der Service. BR Heimat, Feierabend. Einen schönen guten Abend, der herzlichst grüß Gott zur Volksmusik zwischen 7 und 8, sagt Johannes Hitzelberger. Ich lade Sie ein zu einem Streifzug durch die weltumspannende und epochenübergreifende Geschichte eines kleinen Instruments, die Maultrommel. Eine Vielfalt an Namen ist für sie überliefert. Bei uns Maultrommel oder Brummeisen. In England Juice Harp. In Frankreich Guimbarde. Sinngemäß wird sie da auch zum Teil Mundharfe oder Zigeunertrompete genannt. In Italien haben wir Scacciapensieri. Wenn ich mir das recht zusammenricht, dann könnte das heißen, wörtlich übersetzt, sowas wie Sorgenvertreiber. Wenn es jemand weiß, bitte gerne schreiben. Der schweizerdeutsche Begriff heißt Trümpi, der spanische Birimbau. Tja, und so klingt das kleine Wunderding. Maultrommel-Duo Meier, der Fritz und mit seinem Bruder Helmut, zwei Pioniere, kann man sagen, die schon in den 60er Jahren sich mit diesem Instrument, mit diesem kleinen Instrument beschäftigt haben. So wie wir die Maultrommel heute kennen, lassen sich zwei Haupttypen unterscheiden: Bügelmaultrommel und Rahmenmaultrommel. Die Bügelmaultrommel ist der Typ, den man in Europa kennt und spielt. Manche sagen, die Ursprünge des Instruments reichen bis in die Steinzeit zurück. Nun, ich beziehe mich auf einen Aufsatz der Musikethnologin Professorin Marianne Bröcker. Bis auf einen vereinzelten Fund von 5 Maultrommeln in einer Fundstätte aus gallorömischer Zeit bei Rouen in Frankreich, der nicht eindeutig gesichert ist, setzen die Quellen zur Maultrommel in Europa erst mit dem 12. Jahrhundert ein. Seit dieser Zeit ist das Instrument aber mehrfach nachweisbar. Am Habsburger Hof war die Maultrommel bekannt. Guccarillis, der Hofnarr von Kaiser Maximilian I., wird auf einem der Wagen von Hans Burgmeiers Triumphzug des Kaisers Maximilian I. mit einer Maultrommel abgebildet. Erste schriftliche Hinweise finden sich in Basel 1511. Da wird eine Trumpel abgebildet und zusammen mit anderen Instrumenten erläutert. Und ja, um 1600 bei Michael Praetorius auch, der sie unter dem Namen Krembalum beschreibt. So nennt sie dann auch später mal noch Johann Georg Albrechtsberger. Ja, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Bügel, Maultrommel und Rahmenmaultrommel? Gleich mehr dazu. Thank you.
Das waren jetzt hintereinander die Raffelmusik Hittlinger Milz, das Ensemble Tobias Reiser und gerade noch die Mittenwalder Maultrommel. Sie hören den Feierabend auf BR Heimat, 19 Uhr und 16 Minuten haben wir. Und es geht um ein kleines Instrument, das auf der ganzen Welt zu finden ist, die Maultrommel. Die Musikethnologin Marianne Bröcker beschreibt das Instrument recht anschaulich so. Das Instrument besteht aus einem verschiedenartig gestalteten Rahmen, in dem an einem Ende eine Zunge oder Lamelle befestigt ist, während das andere Ende frei beweglich ist. Rahmen und Zunge können aus Bambus, anderen Hölzern, aus Knochen, Elfenbein, diversen Metallen oder Metalllegierungen bestehen. Handhabung und Spielweise hängen vom Material und der Befestigung der Zunge ab. Es lassen sich zwei Haupttypen von Maultrommeln unterscheiden. Die Rahmenmaultrommeln, bei der die Zunge in einem geschlossenen oder offenen, dann oft mit Schnurumwicklung fixierten Rahmen sitzt. Bei diesem Instrument wird die Zunge indirekt, meistens mit Hilfe einer am Rahmen befestigten Schnur, in Schwingung versetzt. Dieses Instrument findet man vor allem in ganz Asien und auch Ozeanien. Dann haben wir die Bügelmaultrommel, bei der die Zunge in einem offenen, steigbügelförmig zusammengebogenen, meist aus einem vierkantigen Metallstab bestehenden Rahmen befestigt ist, der in zwei parallel geführten Enden ausläuft. Zwischen diesen kann die im Scheitel befestigte Zunge schwingen. Das Ende der Zungenspitze wird zu einem Häkchen umgebogen, das der Spieler anzupft und damit die Lamelle direkt zum Schwingen bringt. Also die Bügelmaultrommel ist sozusagen unsere europäische Variante. Seit dem Spätmittelalter war das Instrument Handelsartikel fahrender Händler, nicht sesshafter oder fahrender Zigeuner, die es auf Jahr- und Wochenmärkten verkauft haben oder getauscht haben. Außerdem wurde es von Hirten und Bauern gespielt. Eine Hochzeit, eine Blütezeit hat die Maultrommel bei uns im ausgehenden 18. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert erlebt. Darüber reden wir gleich. Thank you.
Auf BR Heimat, das waren die Oberallgäuer Maultrommel, zuvor die Hallgrafenmusikanten und die Familie Engel aus Tirol. Als Auslöser für mehrere Maultrommelkonzerte kann, wenn auch nur indirekt, Kaiser Josef II. Betrachtet werden, wie er auf Reisen Zwischenstation im Benediktinerstift Melk gemacht hat. Da hat nämlich Johann Georg Albrechtsberger das Hochamt gespielt, damals Stiftszögling in Melk und später dann Hoforganist in Wien und Lehrer von Beethoven. Und ein gewisser Pater Bruno Glatzl hat die Maultrommel gespielt, begleitet von einer Mandora. Das ist eine flache, damals in Klöstern verbreitete Chorlaute. Der Johann Georg Albrechtsberger war fasziniert von diesem Maultrommelvortrag und hat sich gleich in den Folgejahren zu mehreren Kompositionen für Maultrommel, Mandora und Streicher inspirieren lassen. Ganze Konzerte. Und die hat der ehemalige Leiter der Abteilung Volksmusik, der Meier Fritz, wunderbar auf Platte eingespielt, zusammen mit dem Dieter Kirsch auf der Mandora und dem Münchner Kammerorchester unter Hans Stadelmeier. Und da haben wir jetzt neu aus dem Konzert in F-Dur haben wir den ersten Satz, Allegro Moderato, und den dritten Satz, Menuett. Thank you.
Sie hören den Feierabend auf BR Heimat um ganz genau 7:55. Wir machen einen kleinen Streifzug durch die Geschichte der Maultrommel. Und jetzt haben wir gerade gehört, zwei Sätze aus dem Konzert für Maultrommel, Mandora und Orchester in F-Dur von Johann Georg Albrechtsberger. Den ersten und den dritten Satz und gespielt haben der Fritz Mayer, Maultrommel, der Dieter Kirsch auf der Mandora und das Münchner Kammerorchester unter Hans Stadelmeier. Der Lautinist und Musikwissenschaftler Dieter Kirsch, den wir gerade gehört haben, schreibt zur Maultrommel, welche Faszination bei diesem Klang aufkommen konnte, zeigen beispielhaft die Verse, die 1804 nach einem Maultrommelkonzert dem Spieler Franz Koch ins Stammbuch geschrieben wurden. In heiliger Andacht, tief versunken, horch ich entzückt dem milden, zarten Klange. Fernher aus Wolken hör ich wonnetrunken der Liebe Seufzer, schwebend im Gesange. Den Widerhall wähn ich zu hören von singenden, verklärten Engelschören. Tja, die um die Jahrhundertwende und noch weiter ins 19. Jahrhundert hinein reisenden Maultrommel-Virtuosen bedienten sich durchaus unterschiedlicher Techniken. Der gerade genannte Franz Koch trat nur in kleinen Kreisen vor nicht mehr als 12 Personen auf und benutzte meistens 2, höchstens 3 Maultrommeln in verschiedenen Stimmungen. Um die Wirkung seines Vortrags zu steigern, ließ er bei bestimmten Stücken den Raum verdunkeln. Könnte man ja auch in Zukunft mal ausprobieren. Anders Michael Kosmelin, ein studierter Jurist und Mediziner, der seine Konzertreisen bis nach St. Petersburg und Moskau führten. Er spielte wechselweise auf 6 Instrumenten. Karl Eulenstein, der letzte der weit gereisten Virtuosen des 19. Jahrhunderts, fand in Paris und London seine Bewunderer, wo er in Sälen mit bis zu 400 Personen auftrat und sich dabei bis zu, man höre, 16 verschiedener Maultrommeln bediente. Tja, auch als beliebtes Instrument von Kindern und Jugendlichen ist die Maultrommel belegt, besonders aber als Instrument, das vor allem im Alpenraum bei der Liebeswerbung benutzt wurde. Und in diesem Zusammenhang wird der Maultrommel ja eine geradezu magische Wirkung zugeschrieben. Und deswegen ist sie von der Obrigkeit hin und wieder auch als sittengefährdend verboten worden. Wir hören jetzt die Werberger Maultrommler mit der Gasselpolka. Thank you.
der Feierabend auf BR Heimat mit dem Ensemble Hans Berger und einem Mozart-Menuett und zuvor das Harfenduo Moser mit dem Stückle Das erste Bussei. Es geht um die Maultrommel in dieser Stunde und wenn man von der Maultrommel hierzulande redet, dann muss man natürlich auch über Molln reden. Molln ist eine Marktgemeinde im Traunviertel in Oberösterreich. Die Maultrommelgemeinde. Erste schriftliche Erwähnungen von Maultrommelmacher findet man zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Dokumenten der Pfarre Molln sowie dem Grundbuch der Herrschaft Steyr. Im Zuge der Eisenverarbeitung in der Eisenwurzen hat sich die Produktion dieses kleinen Musikinstruments im häuslichen Familienverband zu einem einträglichen Erwerb entwickelt. Viele verschiedenste kleine Handgriffe, die zur Produktion einer Maultrommel notwendig sind, sind auf die Familie aufgeteilt worden, die dann eine autarke Produktionseinheit dargestellt hat. Nun, von einst 30 Maultrommelmeisterbetrieben haben bis heute 3 überlebt und exportieren in die ganze Welt. Die Erzeugung der Mollner Maultrommel ist übrigens 2014 von der österreichischen UNESCO-Kommission in das Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe in die Kategorie Bräuche, Wissen und Handwerkstechniken aufgenommen worden. Und wir hören jetzt Mollner Maultrommler. Thank you.
der Meier Fritz auf der Maultrommel und Musikantenfreunde mit dem Holzhackermarsch und zuvor die Weißen Gronner. 7:07:08 haben wir. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die Maultrommel auch vor allem im Alpenraum bei der Liebeswerbung benutzt worden ist. In diesem Zusammenhang wurde ihr eine geradezu magische Wirkung zugeschrieben. Ob der Norbert Frederking aus München jemals bei seiner Frau Elke unterm Kammerfenster gestanden ist und liebeswerbend gemaultrommelt hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls, eine schöne Magie muss bestehen zwischen den beiden. Denn die Elke hat uns um einen musikalischen Gruß für heute gebeten. Die Elke gratuliert von Herzen ihrem Mann Norbert zum 57. Hochzeitstag und wünscht sich noch eine gemeinsame schöne Zeit. Und als Stickle wünscht er sich die Ronner Sängerinnen: Gott hat alles recht gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Gott hat alles recht gemacht durch seine Hände. Er erschaf Tag und Nacht das Firmament. Hol die Rüdel, die Rüdel, ja. Rü-düdel-ja, rü-düdel-ja, oi, di rüdel, di rüdel-ja, rü-düdel-ja, ha. Die Blumen auf Erden aufwachsen mit Freud. Alles muss werden, wenn kommet die Zeit. Heu, di rüdel, di rüdel, ja, rüdüdel, ja, rüdüdel, ja. Heu, di rüdel, di rüdel, ja, rüdüdel, ja, ha. Stock bringt Reben, die Bäume tragen Frücht. Alles muss leben, wie Gott es befiehlt. Oi, di rüdel, di rüdel, ja, rüdüdel, ja, rüdüdel, ja. Oi, di rüdel, di rüdel, ja, rüdüdel, ja, ha. Thank you.
Das war die Spielmusik Karl Edelmann mit dem Glückwunschwalzer. Und das war der Feierabend auf BR Heimat am 21. November. Nach den Nachrichten erwartet Sie die Hermine Kaiser zum Operettenzauberer. Am Mikrofon verabschiedet sich der Johannes Hitzelberger. Ich sage Frau Gelsgott fürs Zuhören und wünsche dann einen schönen Abend. Für Gott bedankt. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Lersch. Die Übersicht. Politiker wollen Klarheit über Weihnachtsfest. Habeck bekräftigt Machtanspruch der Grünen. Geflügelpest wird nach Bayern auch in Berlin nachgewiesen. Das Wetter meist klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. Berlin. Vor der nächsten Bund-Länder-Corona-Beratung hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier davor gewarnt, Entscheidungen weiter zu vertagen. Man müsse jetzt mutige Schritte gehen, auch mit dem Ziel, Weihnachten feiern zu können. Altmaier sagte im Deutschlandfunk, die Wirtschaft und alle Beteiligten wollten Klarheit. Freie Wählerchef Aiwanger sagte, an Weihnachten sollten Familien zum Essen gehen können. Wenn der Gastronomie das Dezembergeschäft entzogen würde, müssten die Steuerzahler wieder zweistellige Milliardensummen als Hilfen bezahlen. Bund und Länder wollen am kommenden Mittwoch über den Anti-Corona-Kurs bis zum Jahresende entscheiden. Die Lage bleibt angespannt. Das Robert-Koch-Institut meldet heute fast 23.000 Neuansteckungen innerhalb eines Tages. Das sind rund 500 mehr als vor einer Woche. Riad. Die Pandemie steht auch im Mittelpunkt des virtuellen G20-Gipfels, der heute Nachmittag begonnen hat. In seiner Eröffnungsrede rief der saudische König Salman zu einer vereinten Reaktion auf. Er sagte, die G20-Länder sollten aufeinander abgestimmt den Entwicklungsländern helfen. Auch andere Regierungsvertreter haben sich für einen gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte eine stärkere finanzielle Unterstützung. Sie rief dazu auf, bis Jahresende weitere 4,5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um weltweit Corona-Tests, Behandlungen und Impfungen zu ermöglichen. Berlin. Grünen-Chef Habeck hat auf dem digitalen Parteitag den Machtanspruch seiner Partei bekräftigt. Die aktuelle Regierung sei im Dauerreparaturmodus, kritisierte er in seiner Rede vor den zugeschalteten 800 Delegierten. Dabei prangerte er auch Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie an. Die Pandemie verstärke soziale Kluften und steigere die Gereiztheit, so Habeck. Auch zog er Vergleiche mit der Klimapolitik und warnte, man habe als politische Generation versagt, wenn man die Klimakrise ähnlich eskalieren lasse. Habeck betonte, die Grünen würden optimistisch an Lösungen arbeiten. Berlin. Die Geflügelpest breitet sich in Deutschland weiter aus. Auch in Berlin, wo die Tierkrankheit zuletzt vor 4 Jahren aufgetreten ist, wurde die Erreger nachgewiesen. Laut Senatsverwaltung für Verbraucherschutz war eine Wildgans, die tot aufgefunden wurde, mit dem Erreger infiziert. In Bayern gilt wegen der Geflügelpest im südlichen Landkreis Passau und im Landkreis Rottal-Inn ab Montag eine Stallpflicht. Sowohl gewerbsmäßige Geflügelhalter als auch Privatpersonen, die Geflügel halten oder züchten, müssen sich daran halten. München. In der Fußball-Bundesliga haben die bayerischen Vereine heute unentschieden gespielt. Die FC Bayern und Werder Bremen trennten sich 1:1. Genau wie der FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach. Außerdem spielten Hoffenheim-Stuttgart 3:3, Schalke-Wolfsburg 0:2 und Bielefeld-Leverkusen 1:1.
Die Lottozahlen 1, 13, 14, 21, 25, 39. Superzahl ist die 0. Spiel 77, 3, 6, 0, 3, 5, 1, 2. Lotterie Super 6, 2, 8, 7, 7, 8, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Wetter in Bayern. Am Abend und in der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt, örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen bis Dienstag nimmt die Bewölkung zu. Sonnige Abschnitte gibt es am ehesten in der Nähe der Alpen. Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 2, Tageshöchstwerte 2 bis 10 Grad. Soweit die Nachrichten, gleich 20.05 Uhr. Die Verkehrslage. A92 München Richtung Deggendorf zwischen Freising Ost und Erding ist zur Unfallaufnahme der rechte Fahrstreifen gesperrt. Weiter Richtung Deggendorf zwischen Landshut-Essenbach und Wörth an der Isar Behinderungen durch ein defektes Auto. A96 Lindau Richtung München zwischen Eitrach und Kreuzmemmingen ein Unfall auf der rechten Spur. Und Bundesstraße 20, Straubing-Burghausen, zwischen der Abzweigung nach Untereschelbach und Altenburg, in beiden Richtungen Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Soweit der Verkehrsservice.